Ich habe mich immer interessiert für Weltraumgeschichten, also Satellitenbilder, Sternformationen und ja, wir leben ja hier in der Erde von Sonnenlicht. Ne? Wir erblicken das Licht der Welt und wenn das Licht ausgeht, sind wir hier weg. So ist auch meine Einleitung gewesen. Und die Sternbilder, Satellitenaufnahmen sind für mich sehr interessant und werde ich auch hier einiges präsentieren. Man kann ja die Fotografien dann auch als Vorlage nehmen für die Malerei. Es inspiriert sich eigentlich gegenseitig. Ne? Ich habe auch früher Fotokollagen gemacht, indem ich gemalte und fotografierte Bilder kombiniert habe. Ich bin oft bei der Malerei gewesen, dass ich dort so Doppeldeutigkeiten gerne gesehen habe oder Sachen, wo man, sagen wir mal, ein Gesicht sieht oder einen Baum oder so oder welche, dass man oder Verfremdung, dass man eigentlich so ein bisschen Magritte-ähnlich doppelseitige Sachen sieht. Also das kann man aber auch fotografisch machen, indem man dort so Sachen sucht, die, wo man denkt, oh, das ist ja interessant oder so. Wie ist das denn jetzt entstanden oder so. Ja, in dem obersten Raum entsteht dann eine Lichtbilderschau, in dem ich Bilder der Künstlergilde und KIM zusammenfügen werde. Also alle, die hier in der Ausstellung sind, die Bilder. Und vielleicht noch einige interessante Werke dazu, die dann eine Mischung ergeben. Und dann haben wir ein verbindendes Element, das zum Beispiel von beiden Gruppen die Bilder optisch verfremdet werden, auch weil die Bilder natürlich nicht nur auf einer Ebene entstehen, sondern auf schiefen Ebenen, sodass auch die Künstler ihre Werke auch in einem anderen Licht erscheinen lassen.